Marbel. Alu, nehmen wir direkt mit. Wir müssen leider so viel Rohstoffe mitnehmen, wie wir tragen können. Oh, okay. Bauxit kann ich aus irgendeinem Grund nicht abbauen. Bauxit ist zwar Aluminium, was hier ist, aber... So, ne? Aber das kann ich noch nicht abbauen. Da brauche ich eine bessere Spitzhacke. Wahrscheinlich Eisen. Ist doch ganz cool, dass das oben jetzt angezeigt wird, was man für eine Spitzhacke braucht. Und ich muss mittlerweile eine neue machen, sehe ich gerade. Scheiße. Ich gleich machen soll, naja. Also Bauxit, ne, das ist halt Aluminiumoxid, so findet man Aluminium in der Natur. Und man bekommt dann auch Bauxit wieder, man bekommt da Alu raus, wenn man das, ne, reduziert. Okay, ich leuchte hier mal ein bisschen ahead, damit wir nicht unbedingt direkt in irgendwelche Monster fallen. Viel mehr ist hier auch gerade gar nicht, aber naja, wir werden hier schon noch ein bisschen Höhle finden, habe ich so das Gefühl. Ich bin da ganz guter Dinge. Da zum Beispiel. Fackeln immer links. Immer. Also das muss so sein, damit man wieder rausfindet. So, da kann nichts durchkommen. Jetzt können wir uns ums Ausgraben kümmern. Aber wie gesagt, ich brauche bestimmt erstmal noch eine Spitzhacke. Und da hoffe ich eigentlich, dass ich mir direkt eine Eisenspitzhacke machen kann. Sonst kann ich nämlich auch keinen Redstone abbauen. Oh, ich fange mal hier an. Okay. Das war jetzt nicht so viel Eisen dort an der Stelle. Möglicherweise hat sich schon irgendjemand beschwert darüber, dass oben und unten so Streifen sind. Das liegt aber daran, dass ich Minecraft halt im Fenstermodus habe. Das ist eigentlich überhaupt nichts Verwerfliches. Ich weiß nicht, warum man Minecraft... Also früher war es ja total... Ich weiß nicht. Warum man Minecraft im Fenstermodus immer, also... Ich kenne persönlich eigentlich niemanden, der Minecraft im Vollbild spielt. Man spielt ja aber sonst auch keine Spiele im Fenstermodus. Außer vielleicht irgend so ein Idle-Clicker oder so. Hm. Gut, WoW hatte ich früher auch manchmal im Fenster. Da hatte ich nebenbei noch irgendein ICQ offen oder so und hab gelabert, was langweilig war. So, Eisen rein. Ach nee, Eisen. Ja. Schmelzen wir uns das mal kurz kaputt und machen uns direkt mal ein paar Eisenspitzhacken. Fully grown, ja. Cool. Ja, die Seeds können wir jetzt analysieren, das ist kein Problem. Dann haben wir halt hier Growth 1 und so weiter. Ein bisschen Weed. Warum hier Grassamen wachsen? Ich weiß es nicht. Ist es vielleicht wirklich Unkraut? Hm. Vertrau dem Zeug nicht so. Weg damit. Mach mal hier nur solche Sticks hin. Solche einfachen. Haben wir ja gesehen, da ist vorhin eine... Okay, hier wächst trotzdem irgendwie Graszeug. Ich weiß es doch nie. Das ist halt so scheiße hier. Eisen, nee, habe ich noch Sticks? Nee, ne? Doch habe ich. Hab doch einen ganzen Berg gecraftet. Schon wieder Nacht. Oh, Minecraft. So, machen wir gleich mal zwei davon. Brauchen wir sowieso. Ein Eisen schmeißen wir weg, weil es überflüssig ist. Nee.
Falsche Kiste. Eimer nehme ich auch mal mit hier rüber. Ne, den Eimer nehme ich mit und mache mir voll Wasser. Man weiß es ja nicht, falls man auf Lava stößt. Und ich gehe schlafen kurz. Ah, Schlaf. Ich schlafe tatsächlich sehr gerne. Ich schlafe eigentlich immer viel zu viel. Vor allen Dingen im Frei. Oh. Das ist immer so schön. Ich kriege gleich Gänsehaut und muss gehen, wenn ich dran denke. Na Quatsch, hier sind wir doch gar nicht rein. Wir sind doch in die Höhle unten. Eigentlich ganz gut, dass die Bienen nicht gehen dort, weil sonst würden die uns angreifen und so. Das ist doof. Das ist doof. Müssen wir dann nur noch erkunden. Erstmal auf der Seite die ganzen Erze rausschmeißen. Vor allen Dingen Eisen brauchen wir am Anfang relativ viel. Gräber! Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht gesehen. Und neben Eisen hätte ich auch gerne Marble ist natürlich auch so eine Sache, ne? Da baut man gerne mit. Ich dachte schon, hier wäre eine Schlucht. Aber das geht ja nur knietief. Oh, hi. Will er mich mit seiner Schaufel oder so angreifen? Mobfarm brauchen wir übrigens auch eine. Aha. Hä? Hä? Denn Mobfarmen werfen auch gut Rohstoffe ab, zum Teil. Vor allen Dingen so Hexen. Schadet nie. Aber jetzt ist es erstmal normal mein. Das ist sowieso so eine Sache, ja. Lässt sich nicht vermeiden, natürlich, ne? Aber ich würde lieber bauen, als mich darum zu kümmern, Rohstoffe irgendwo aus der Wand zu schlagen. Muss ich da ganz ehrlich gestehen. Weil mit so einem Tinkerhammer geht es da ein bisschen schneller. Das ist ja auch Granit. Das sei mal dahingestellt. Aber das dauert ja auch noch ein bisschen. Brauchen wir auch erstmal jede Menge Redstone dann vor allen Dingen dafür, damit wir den ja auch verbessern können. Das heißt erstmal manuelle Handverkloppung mit der Eisenspitzhacke. Und leider alles, also Kohle auch, muss alles mit, weil wir brauchen es ja. Aus der Kohle könnte man dann schon mal daran denken, sich einen Coke Oven zu bauen. Also nicht direkt aus der Kohle, sondern die Kohle dann darin halt zu Koks zu verarbeiten. Und nicht, damit meine ich nicht die Droge, sondern natürlich Koks halt, ne? Kennt man doch aus der Schule, wenn man gelernt hat, wie man Stahl herstellt. Und da bekommt man noch so ein Öl, so ein Kreosolöl oder wie das Zeug heißt. Das braucht man dann wiederum, um Holz zu behandeln. Und das braucht man dann wiederum, das Holz, um Wasserräder zum Beispiel zu bauen. Da hat man schon mal ein bisschen Strom. Und kann schon mal darüber nachdenken, dann in Richtung Segmel und Alloy Smelter zu gehen. Um die Erze zu verdoppeln. Ne, wenn man die zermalt, bekommt man zweimal Dust raus und den Dust kann man halt jeweils einmal zu einem Barren schmelzen. Was sehr schön ist. Du.
Du. Ich mag Zelda. So. Nein. Oh. Glück habe ich ein bisschen Rüstung an. Für was ich diese Teile hier nochmal brauche, ich weiß es schon nicht mehr. Ach, für Dünger, ne? Naja, Dünger kann ja nicht schaden. Bim, 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 bim. Joa, alles runterkloppen. Es ist, naja, immer halbwegs spannend. Aber man freut sich natürlich über die Sachen, die man bekommt. Keine Frage. Ich glaube, die Höhle endet hier. Naja, schade. Ich denke fast, hier wird nicht mehr Höhle sein. Und eine Meerhöhle ist es sowieso nicht. Ein bisschen mehr Alu. Noch Eisen, was ich entweder vergessen oder übersehen habe. Vergessen scheinbar. Habe ich Kohle rausgepult? Nee. Täuscht. Hier habe ich auch Kohle rausgerissen. Ja, schade. Nicht mehr Höhle. Das noch. Oder man, nee, da ist auch kein bisschen mehr. Da waren wir schon. So, okay. Dann müssen wir uns eine neue suchen. Ganz einfach. Naja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das Zeug vielleicht. Aber ich nehme mal zumindest die Rohstoffe mit. Geh einfach mal ein Stückchen und such nach einer neuen Höhle. Dort im Norden waren wir noch nicht. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, dass wir auch hier auf einer Insel sind und nur so ein paar Biome haben und dann riesigen Ozean drumherum. Kaffee. Ma. Taps, taps, taps. Hier gibt es wieder Bienen, die fliegen auch ganz quirlig durch die Kante. Die Textur ist ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen, aber naja, gut. Wieder diese komischen Hasen mit den Anzügen an. Mir wird gerade kalt, warum auch immer. Dort ist ein Loch, aber ich glaube. Lava. Ich dachte jetzt eigentlich, dass es runterfällt. Hier ist ein Löchlein, wo man mal reingucken kann. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Untertunnelung von diesem Berg, was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Wobei, was haben wir denn da? Sandstein. Wow. Na, ich bin ja. Wow. Bin ja tatsächlich entsetzt, wie viel Material ich jetzt aus der Höhle geholt habe. Diese komischen Shards nehme ich mal mit. Und natürlich auch die Kohle. War jetzt nicht so viel. Ganz cool, dass der Berg hier untertunnelt ist mit so einer, ne, natürlichen Höhle, aber bringt jetzt uns an unseres Ziels nicht näher. Ich hätte gern genug Redstone und so, um mir erstmal Transfer Nodes zu bauen, um so einen kleinen Cobblestone-Generator zu machen, damit wir
nie wieder Probleme haben mit Cobblestone. Das ist wirklich so. Also es geht dann so zügig, da hat man dann wirklich nie wieder Probleme mit Cobble. Man braucht natürlich Cobblestone jetzt auch nicht so viel, da wir den aber in unserem Haus ja als Baumaterial haben, braucht man doch hin und wieder schon mal welchen. So, naja, dann würde ich sagen, in der Downtime suche ich mal eine Höhle. Ne, mache ich natürlich nicht, wir erkunden zusammen. Das wäre ja schön doof. Aber die Folge ist schon wieder zu Ende und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder und jetzt wird's dunkel. Das heißt, ich werde gleich mal schlafen gehen, indem ich mich nach Hause teleportiere, was ich ja mache, und dann wieder hierher teleportiere. Also bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut!